42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgeteilt auf drei Fachbereiche. Vom Verfahrensbau-, Energie- oder Vermessungstechniker über Geografen bis hin zu Geologen, das ist die Abteilung Engineering der Salzburg AG. Engineering ist die Projektentwicklungs- und Realisierungsabteilung der Salzburg AG. Also wir haben die wunderschöne Aufgabe, dass wir für die Salzburg AG und indirekt für unsere Kunden die Infrastrukturen bauen, die uns sozusagen in der Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. In der Energieerzeugung, in der Energieverteilung und auch in der Mobilität. Zu Engineering gehören drei Fachabteilungen. Das ist die Bautechnik, die Anlagentechnik und die integrierte Infrastruktur. Bautechnik, da haben wir sozusagen die Bauingenieure, die bautechnischen Kompetenzen gebündelt. In der Anlagentechnik sind die Maschinenbauer, Verfahrenstechniker, die Energietechniker beheimatet und die integrierte Infrastruktur kümmert sich um Spezialthemen wie Vermessung, Bauwerksbeobachtung und die Projektentwicklung. Ja, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir mehrere schöne Projekte momentan bearbeiten. Sicher erwähnenswert und herausstechend ist das Kraftwerk Stegenwald. Dort dürfen wir die örtliche Bauaufsicht machen, das Qualitätsmanagement. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den Kollegen vom Verbund. Aber auch das Kleinkraftwerk am Obersulzbach ist erwähnenswert. Ein weiterer wesentlicher Schritt in der Mobilität und ein Beitrag zur Mobilität ist der Neubau vom Bahnhof Bürmus. Das heißt, da werden wir oder sind gerade dabei, den Bahnhof Bürmus mit den Kollegen des Verkehrsbereichs neu zu bauen. Für unsere Kunden, für die Taktverdichtung, für eine einfachere Mobilität hier in Salzburg. Mario Dolcic ist Elektrotechniker in der Business Unit Engineering. Mein Job ist die Planung und Umsetzung von Umspannstations- und Umspannwerksprojekten von der grünen Wiese weg bis zur Inbetriebnahme dieser Anlagen. Und zwar in Abstimmung mit unserem Netzbetreiber mache ich die Standortsuche. In weiterer Folge wird geprüft, ob der Standort wirklich geeignet ist für so ein Projekt, um dann in weiterer Folge in die Planung und Umsetzungsphase zu gehen. Seine Aufgabenschwerpunkte umfassen vor allem die Ausstattung der Anlagen mit elektrischen Komponenten. Aktuell arbeitet er unter anderem an der Umsetzung der Umspannstation Capron. Diese befindet sich gerade in der Realisierungsphase. Sie wird mit den elektrischen Komponenten aktuell ausgestattet und wird demnächst in Betrieb gehen. Als besondere Herausforderung als Projektleiter ist, dass ich die unterschiedlichen Gewerke in meinem Job koordiniere, auf die Zeit- und Kostenschiene achte, um einen optimalen Projektablauf zu gewährleisten. Auch Thomas Leo spielt eine wichtige Rolle in der Umsetzung des Projektes in Capron, denn er ist Hochbautechniker. Da sind meine Aufgaben eigentlich vom weißen Blattl Papier bis zur Fertigstellung. Das beinhaltet Planung, Behördenverfahren, sei es Einreichung, Umwidmung, Ausschreibung, Vergabe und die Bauleitung und in letzter Folge die Übergabe an den Auftraggeber. Prinzipiell ist jedes Projekt eine neue Herausforderung und jedes Projekt ist individuell. Man schaut, dass man Nachhaltigkeit in die Projekte einbezieht und unterm Strich, dass man für alle Beteiligten die beste Lösung findet. Ein Job in der Abteilung Engineering ist mit Sicherheit eines: abwechslungsreich. Besonders viel Spaß macht mir eben, dass ich mit unterschiedlichen Gewerken jeden Tag zu tun habe. Mein Job ist kein reiner Bürojob, sondern ich bin auch sehr viel auswärts unterwegs und lerne eigentlich jeden Tag etwas Neues dazu. Und was mir auch sehr imponiert ist, dass man an der Energiewende direkt an erster Front mitarbeiten kann. Wenn Sie sich für einen Job in der Salzburg AG interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.